Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Ja. So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Es schlägt zur vollen Stunde. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Zeit für deinen Auftritt, Galle. Muss das wirklich sein? Das ist genau mein Stell Humor. Dich nicht so an. Ach, sonst gewinnst immer du beim Schnickschnack-Schnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Pfiff holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus, was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Ich bin der Widerstand. Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Oh. Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber, Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Was soll's? Ach du Scheiße. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Ja. Ach du Schreck. Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Docs, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Ach, sie ist du was? Scheiße. Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Jo, die Fernbedienung. Ach, du dicker Vater. Das hieße ja... Rufus! Ja? Was hast du mit Galef gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Ich habe so lange gebraucht, um die Datasetten, die drei Größen zu überzeugen. Es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Ich erzeuge Chaos auf Deponia. Bemühe ich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Oh nein. Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Heldenbaby. Aber, Moment. Aber. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawall Goal und Baby Goal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich bin einfach genau nur die nach richtige Hause, transformiert. Und genau die richtige in den Körper gepackt. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst, weil du im Schrott aufgewachsen bist, weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Stimmt auch wieder. Aber Cletus ist ein Schnösel. Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich.
Und bestimmt ja. nicht schlechter als du. Ich bin 1000-mal besser als dieser Lackaffe. Da wäre ich mir nicht sicher. Willst du das sein? Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Das kann ich nicht. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. So ein Scheiß. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum Deponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen, um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, Utopia. Noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist mein Raumschiff. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponia. Ach du Schande. Was war das? Elysium ist was? Ein ich Raumschiff? Verstehe. Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Ach du... Ja, das... Das ändert... gewisserweise alles. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz... Es ist nicht Deponia. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Scheiße. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Das erklärt die Gegenseite. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Aber vielleicht kann man... Wie in Wall-E. Ein wundervoller Animationsfilm. Vielleicht kann man einfach, vielleicht findet man irgendwo noch eine Pflanze und kann auf dem Schrottplaneten doch noch irgendwie. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Ja, das wäre vielleicht. Ja, wenn sie wüssten, dass daneben es daneben gibt. Okay, ich glaube, ich habe alles das verstanden. Das wäre die Pflanze. Aber was aber? Die metaphorische Pflanze. Was man da eventuell noch... Ja... Das ist gar nicht mal so naiv, man denken könnte. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Nicht, wenn du es besser erklären würdest. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Oh wei. Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Ja, ganz genau. Es muss doch Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es muss doch auch eine Graustufe geben. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir, ich krieg das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest dich doch fast hingekriegt. Deponia hatte seine Chance. Das war doch schon alles. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Stimmt so nicht. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber...
Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Oh wei. Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals Zweifeln zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, nein, aber get on now! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hussa, weil muss ja und so. Fragezeichen. Da ist man sich gar nicht mehr sicher. Oh, was ist hier passiert? Das, das sieht aber diskret anders aus. Wusch! Da bist du ja bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich hab meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Bordavishko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Passage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten, direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Das klingt doch spannend. Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Bordavishko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Das Abenteuer ruft. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Ich bin ja schon still. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Bordavishko. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Auf zur Polkappe. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Urha-Entferner. Fahrzeichen. Oh, Usa, weil er muss ja und so. Angenschaft geschaltet. Fahrzeichen. Bordavishko. Schon mal Schwarzmarkt. Bordavishko. Ich hoffe, das war kein Fehler. Das wird da eben nach Bordavishko düsen. Ich hab's jetzt einfach angeklickt. Das ist also Bordavishko. Die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst Boot. Für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar?
Was stinkt hier eigentlich? Kutter. Okay, und hier können wir jetzt mit dem Radar noch hier und hier hinfahren. Ah, okay. Jetzt können wir beliebig hin und her fahren. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Ach, da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Nordpol. Schlauch. Na, dann machen wir erstmal Stück für Stück. Erstmal hier zu den Polkappen. Aha, Wasserhahn. Mist, der Wasserhahn, so viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Tja. Er hält sich offenbar für den coolsten. Tja. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Hm. Mist. Die Fackel ist bei ihm drin. Wir haben einen Schlamuch, wir haben ein Klopfzeichen, wir haben eine Fernbedienung. Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische? Tja. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Das stimmt. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauchlevel wie in Teil 1. Schlauchlevel in Teil 1? Ich erinnere mich nicht. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Ja. Das Schild ist größer als der Pol. Stimmt. Und dann? Und jetzt? Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Hm. Vielleicht können wir mit dem Schlauch irgendwie... Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen. Oder meine Zähne putzen. Oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Als ob. Tja, ein Schlauchrätsel. Schneehaufen. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Tja. Ja, das wäre... Können wir jetzt irgendwie... Können wir nicht... Wir haben Eis, wir haben Schlauch, wir haben das Luftziehen, wir haben Fernbedienung. Kombiniere Eis mit Schlauch. Das ist auch so schon cool genug. Eis mit Nordpol. Das ist auch so schon cool genug. Hm. Er hält sich offenbar für den coolsten. Tja, also. Das ergibt zwar keinen Sinn. Aber vielleicht kann ein weiteres meiner brillanten Wortspiele, das Eis brechen. Ganz schwaches Publikum. Hm. Vielleicht. Das ist auch so schon cool genug. Das ist auch so schon cool genug. Tja. Können wir vielleicht irgendwie Eistee machen? Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung. Und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Gut, den Tee hätten wir vielleicht gebraucht. Tu es nicht. Der Tee ist... Heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch. Den heißen Tee hätten wir gebrauchen können, um den Nordpol zu schmelzen. Was zum... Oh, was? Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Ja, okay, wir haben eine Fackel. Er hat bestimmt nichts dagegen. Na sicher doch. Und jetzt
haben wir eine Fackel. Fackel mit Wasser an. Odos Kutter käme gleich viel lässiger, wenn überall Flammen aus den Armaturen züngeln würden. Ich behalte diese Idee mal für das furiose Finale im Hinterkopf. Ja. Ansonsten mit Schild. Schilder sind so nichts zu gebrauchen. Die brennen ja nicht mal. Nicht mal, wenn... So hat er schließlich eingesehen, dass es an der Zeit ist, die Fackel an die nächste Generation zu übergeben. Nicht bevor er sich die Hände gewaschen hat, dieses Ferkel. Tja, Fackel mit Klingeln. Macht Sinn. Osos Kutter käme gleich viel lässiger, wenn überall Flammen aus den Armaturen züngeln würden. Ich behalte diese... Ja. In den Kutter. Wir haben eine Fackel. Und wozu auch immer. Fackel. Hey Baby, hast du mal Feuer? Ich kenne dich lange genug, um diese Frage kategorisch mit Nein zu beantworten. Doc. Doc leiht mir kein Feuer mehr, seit ich seinen Bart angesenkt habe. Und dabei hatte ich die Fliege erfolgreich verscheucht. Ist ja irgendwo ein... liegt hier zufällig irgendwo... Nein, das mag er nicht. Beim letzten Mal ist er regelrecht explodiert. Liegt hier irgendwo ein Feuerzeug rum? Hinterm Kissen? Na gut, na dann erstmal Radar ansehen. Radar ansehen. Schon eine Schwarzmarkt Nordpol. Dann geht es erstmal weiter zum nächsten Treffpunkt, bevor es heute nach Portavisco geht. Auf eine Schrottinsel. Mistwetter! Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Zucker haben wir nicht mehr mit dabei. Tja. Na dann, Fragezeichen. Gehen wir dort mal hin.